about to be the hey, the max, the most, the fattest shit, happy for Eichhardt. Ja, hier is natuurlijk Vida de Hullelo. And everybody's happy and everybody's having a good time. Well, hoe zijn we to gast? Well, Novi versus Enya. Met natuurlijk nieuwe zangerin bij Virginia. Ze werd richtig vet. We hebben een eerste lady DJ hier bij Club Rotation. Heute met Shiva. En de Clubhead versus Mark van Dalen. Het werd natuurlijk garantieerd een vette show zijn. So, sit back or get up and enjoy, okay? Maar jetzt is een video van een alte bekannte. Der ganz süße Van Gogh. Oh ja, Van Gogh. Die letzte Woche hier bij ons zu Gast war. Jetzt in Videoform. Hier is voor euch Pulverturm. Check it out. Mark van Dalen, aber zusammen, hallo. Hi. What happened? Ich habe eine Krankheit. Ich bin von Klingonen mitgenommen worden im Weltall. Und jetzt bin ich vom Clubhead zum Klingone geworden. Oh God, das sieht aber sehr gefährlich aus. Ich weiß, aber ich bin sehr ungefährlich. Wir kennen dich schon, du bist sehr, sehr süß. Harmlos. Ja. Okay, wie gesagt, wir kennen natürlich euch beide separat, ne? Wo ist Mark, by the way? He went back home. Der ist nach Hause gefahren. Was passiert? Yeah, he had a lot of work er hatte noch viel Arbeit zu erledigen und dann musste er noch in einen lausigen Club fahren und für seine Fans auflegen. And he couldn't join us tonight. Okay. It was too busy on the road. 4 Stunden Stau gehabt. Ja. Oh, genau. Well, okay, dann probieren wir es zu machen. Leider ohne ihn, aber diese Story, was ihr jetzt zusammen gebastelt habt, ist unglaublich anders. Das ist echt wieder was anderes. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Sowieso von dieser Zusammenarbeit. Wie seid ihr auf eure Zusammenarbeit gekommen? Beide aus Holland, sowieso, und dann? Yeah, but, Mark and, Wir kennen Mark seit vielen Jahren. Wir haben auf Partys zusammen aufgelegt. Wir waren zusammen im Studio, haben aber nie zusammen eine Platte aufgenommen. And well, once in a while we are also together in the studio, but never made a record together. What's okay? Mr. Egghead. So funny. Hello, Mr. Egghead. How are you? You're fine. Thank you. Very fine. Everything's excellent. Oh God, thank you so much. What did he say? He said, er hat gesagt, ich sieh super aus. Aber er sieht auch nicht schlecht aus, finde ich so, ne? He's lovely. Mr. Egghead, wo habt ihr ihn kennengelernt? Wie seid ihr auf ihn gekommen? Well, we met him the first time, wir haben ihn zum ersten Mal beim Videodreh gesehen. So, wir kannten ihn vorher nicht, aber wir haben über ihn gelesen und er ist wirklich komisch. He's very funny. Okay, Jungs, ist das jetzt das letzte Mal, dass ihr so was zusammen machen oder kann das öfter passieren, dass so holländische oder deutsche Gruppe zusammen oder DJ zusammen mit einer Gruppe was machen, zusammen basteln? Wie sieht das aus? In den letzten Monaten kam es häufiger vor, dass DJs und Künstler zusammen Projekte gestartet haben. Ich glaube, es ist derzeit so eine Art Modeerscheinung, aber ich glaube, bei uns wird da noch mehr draus. Warum auch nicht? So, and I think in our case it will happen more. Yeah, why not? Ja, warum nicht? Warum nicht? Versus klingt irgendwie auch besser als Featuring oder so, ne? Was heißt Versus für euch? Heißt das against oder heißt das mit? Oder wie kann man das richtig erklären? Versus. To have two different opinions. Das heißt, man nimmt zwei verschiedene Meinungen auf und packt sie dann auf eine Platte. Verschiedene Meinungen zusammen. Ja. Yeah. Sehr, sehr gut. Super, ich bin gespannt auf die Bühne, wirklich. Ich auch. Wenn du alles machst. Das macht, wird Spaß sein. Ja, wird toll. Okay. Viel Spaß. So Mr. Egg is going und to Mr. Be Egg DJ. Wird DJ sein. Okay, Babes, danke schön. No thanks. And thank I you. See you again. And watch the video. Yes, check out the video. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Take me back. Take me back. Take me back.
Texas, DJ Mark Van Dalen. Check it out.
ein Blitzinterview mit natürlich einer alten Bekannte von uns, Tom Novi, einer jungen Bekannte, Virginia, und Step to This, what's up? Ja, Tom Novi hat natürlich wieder eine Breakdance-Crew vom Feinsten mitgenommen. Das ist immer gut, ne? Aber wo ist dein Partner heute? Ich sehe ihn nicht hier. Ja, Robert hatte heute keine Zeit. Er hat ziemlich viel zu tun, ist im Studio und muss irgendwelche Dinge fertig machen. Weiß der Geier. Ja, also er ist nicht da heute, aber mal sehen. Aber ihr wart in Amerika, in den USA. Das ist ja. The land of everything. Und da war er, glaube ich, dabei, oder? Ja, wir waren auf Tournee in Amerika und wie gesagt, wir waren in vier Städten in 6 Tagen und haben mal geguckt, was so an der Ostküste so passiert. Mit einer neuen Sängerin, Virginia, haben wir im Sommer schon vorgestellt. Ja, die bin ich nie vergessen. Ah, lass mal sehen. Und wie gesagt, jetzt ab Montag gibt es die neue Single dann endgültig auch im Handel, was wir schon in Ibiza im Sommer live ausprobiert haben und in Amerika eben auch mit Superstar noch getourt sind, gibt es jetzt ab Montag dann im Handel und jetzt eben heute live auf dieser Bühne. Das ist super. Virginia, bis jetzt, du warst in Amerika, auf Ibiza, Gott weiß wo alles, mit natürlich The Boys on Tour. Wie ist das für dich? Damals hast du mir gesagt, ja, okay, ist alles so neu, mal gucken. Und jetzt, ja, ist, erfahrene also Frau. Ich hatte auch bisher eigentlich immer noch nicht wirklich viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, weil es ist alles wirklich wahnsinnig schnell gegangen, aber wir haben immer eine Menge Spaß. Also, wie gesagt, wir waren echt viel unterwegs, aber man sieht wirklich auch viel Neues und alles mitnehmen ist super, wir haben viel Spaß. Schön, ne? Ja, schon. War das anders in Amerika als hier? Ja, natürlich, Amerika ist schon ein bisschen anders. Man darf auf keinen Fall also mit so einer Erwartung hinkommen und sagen, oh, jetzt kommen die Jungs hier aus Old Germany und rocken hier das Haus. Man ist schon gewöhnungsbedürftig, weil natürlich die jahrelange Arbeit, die wir in Deutschland eben gemacht haben, um was zu erreichen, fehlt uns natürlich in Amerika. Die Vorarbeit, auch das DJing, ist dort natürlich nicht so weit fortgeschritten wie jetzt hier bei uns. Aber ich denke mal, wir hatten eine gute Zeit und ich glaube, wir sind mit der Superstar-Nummer in die Billboard-Charts eingestiegen. Insofern kann es so schlecht nicht gewesen sein. Glaube ich auch nicht, oder? Nee. Machst du weiter mit Virginia? Ja, mit Sicherheit. Wir haben auch schon ein paar Sachen jetzt in Amerika uns ausgedacht. Also eine alte Nummer hergenommen, die wir eigentlich schon mal ohne Vocals gemacht haben, wo Virginia drauf gesungen hat. Da kann man sich mal überraschen lassen. Das ist ein richtig fettes Teil geworden. Und natürlich auch schon mehr Ideen, was wir jetzt in Zukunft machen werden. Also ist alles wie gehabt. Wir sind zusammengewachsen. Ich freue mich echt für dich, weißt du das? Das ist so schön. Das Dankeschön. Muss so fett sein. Ja. Und Step to This, what's going on? Party time! Immer Party time. Ja, super Unterstützung hier, die Jungs. Ja, ne? Ja. Es ist so schön, weißt du, irgendwie zu sehen, dass alte Bekannte, ihr seid doch alte Bekannte von damals, zusammensitzen, was machen, dass es echt auch klappt. Weißt du, das ist schön, oder? Ja. Naja, ich würde mal sagen, das ist der einzige Wunsch, wie man sich so das vorstellen kann, so kreatives Zusammenarbeiten hier mit seinen Boys rumhängen. Like a family business, ne? Gut, später live on stage, right boys? Yeah, live on stage. Und jetzt ein Video. See you later. Peace. Inspiration all the while. We're getting right down to the hitbound style fashion.
natürlich für uns hier alle. Tom Novi versus ENIAC mit Virginia live on stage. Enjoy. Das haben wir natürlich nicht oft hier bei Club Rotation, aber heute haben wir eine ganz, ganz, ja, eine Creature, kann man so sagen. Du siehst fantastisch aus. Wie geht's dir? Schön, ganz gut, ein bisschen aufgeregt, aber sonst geht's schon. Du hast mich gerade gesagt, dass du seit anderthalb Jahren immer Club Rotation guckst. Echt? Ja, ich bin voll der Club Rotation Fan. Und hast du auch irgendwann gedacht, eines Tages sitze ich da und erzähle meine Story? Genau, doch. Habe ich mir auch schon gedacht, irgendwann werde ich auch da sitzen und werde ich auch ein bisschen über mich erzählen können. Gut, und jetzt kannst du erzählen, Mishiva, wie bist du so angefangen als Female DJ Creature? Also ich habe vor 4 Jahren angefangen und es war durch eine Freundin von mir,
Er hat immer gesagt, warum fängst du nicht an? Mein Gott, du hast Gefühle für Musik. Und ich habe immer gesagt, nee, ich will die Marusha nicht nachmachen und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, dann warum fange ich nicht an? Ja. Dann hat es super geklappt bis jetzt. Wieso Marusha nachmachen? Ich meine, es sind so viele männliche DJs, die machen einander auch nicht nah. Die sind auch alle einzelartig. Wieso machst du? Ich bin einfach so ein Mensch, der niemanden nachmachen will. Das war schon immer so. Und du hast mir gesagt, dass du irgendwie so richtig so Indisch tanzt oder dein Name hat was mit India zu tun. Kannst du mal was darüber erzählen? Das war so, als manche Leute, die nennen sich, also manche DJs, die nennen sich Gabel, Löffel, DJ, so und so. Und ja, und so Miss Shiva halt. Ich bin genannt worden, weil ich so tanze. Yeah. Und auf die, oder behind the turntables willst du dann auch richtig so tanzen? Genau, ja. Und wie bist du dann von Plattenauflege zu produzieren gekommen? Wie ist dieser Übergang bei dir gekommen? Das ist jetzt 2 Jahre her und zwar, ich habe auf einem großen Rave aufgelegt und da habe ich die Sunbeam-Jungs kennengelernt und die haben immer gesagt, lass uns mal zusammen was machen und das hat ein bisschen lang gedauert, aber irgendwann haben wir doch auf die Reihe gekriegt und haben wir zusammen was produziert. Und hast du irgendeinen Traum, dass du sagst, ah, bei dem Love Parade will ich auflegen, ich will bei Tiebreak will ich auflegen, ich will das, oder hast du sowas von, naja, I go with the flow, ich guck mal, was passiert? Also mein Traumziel ist es, in Japan aufzulegen oder in Australien. In Love Parade war ich letztes Jahr mit dem Tyler und Kai Tracy zusammen. Ja, Love Parade, da war ich schon. Das ist schon alte Sache. Nein, nicht unbedingt. Ich meine, das war schon geil. Ich will auf jeden Fall wieder auflegen. Nur mein Traumziel ist, in Australien oder in Japan aufzulegen, weil ich habe es gehört, da geht es richtig gut ab. Das habe ich auch gehört. Ein guter Freund von mir hat mir auch erzählt von Japan und Australien. Das muss unglaublich sein. Aber in Deutschland geht es auch richtig die Post ab, oder? Auf jeden Fall. Ja. Gut, Miss Shiva, danke schön. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil deine 2 Tänzer, die sind auch dabei und du wirst richtig Show geben da, behind the turntables, ne? Genau. Ab geht's.
DJ lady here by Club Rotation. Here's our Miss Shiva. Check it out. Unglaublich, ne? Alles natürlich für unsere totale fette Verlosung, was wir hier bei Club Rotation gemacht haben. Nämlich, yeah, Ibiza Time on the Club Convention. Alle Stars, alle DJs, alle sind einfach da. Und ihr könnt natürlich auch dabei sein. Deswegen so viele Reaktionen. Und tja, ich will auch sofort die Gewinner ziehen. Aber hier will ich erstmal was vorlesen, was ich so lustig fand. Nämlich, das ist eine Badehose von Carmelo. Camillo schreibt, hey Daisy, what's up, what's up? Totale Partyboy, kommt aus Hamburg, 19 Jahre jung. Und Camillo sagt, wenn ich nicht mitgehe, nimm wenigstens meine Badehose mit. Mach ich, okay Camillo, danke schön für deine Badehose. Nimm ich absolut mit. Now it's time for the winner. And the winner is... R. Z. Stephanie... Hedelang aus Senden. You are the winner, baby. Und du kommst mit uns natürlich nach Ibiza, nach dem Club Convention. Und das wird fetter Party-Time sein ohne Ende. Okay? Für alle Leute, die nicht gewonnen haben, habe ich natürlich eine absolute Ibiza-Video. Und den ist von Stardust and
the music sounds better with you. Okay, das Video kommt danach. Aber ich habe erstmal etwas ganz Spezielles, nämlich einen Plan B, die fast ein Plan A ist. Herbert Grönemeyer, die kennen wir natürlich alle, ne? Herbert Grönemeyer hat eine totale fette Remix zu seinem Song Fanatic. Oder, ne? Fanatic. Und zu diesem Remix braucht er nämlich ein Video. Und er hat uns gefragt, ob wir vielleicht euch fragen können, ob ihr vielleicht ein Video zusammen basteln könnt, das er irgendwie auch senden kann auf Fernsehen. Es ist egal, ob das unprofessionell gemacht ist oder professionell, aber er will gerne ein Video haben zu seiner Remix, was wir hier bei Club Rotation auch senden können. Und was man gewinnen kann, on top of that, ist eine Wochenende in London. Well, doesn't sound bad, huh? Probieren wir was zusammen zu basteln. Egal wie es aussieht, wir gucken alles zu und wir lassen natürlich Herbert das selber entscheiden, was er das Beste findet. Und irgendwann, wer weiß, kommt Herbert auch bei uns hier im Sendung. I don't know, you never know. Club Rotation kann alles sein. Okay, Babies, I hope you like it. I like it in jedem Fall. Und nochmal Dankeschön für eure Post und eure ganze Liebe. Okay, und natürlich unsere Gewinnerin, die sehen wir natürlich da auf Ibiza. Boys and girls, thank you very much and enjoy. Fanatisch Inferno. Der Remix von Herbert Grönemeyers neuer Single braucht einen Clip. Und wir brauchen euch. Produziert ein Video. Schickt uns Ideen. Eine Postkarte mit eurer Story und Anschrift an Club Rotation. Die Besten der Besten werden mit dem Remix versorgt. Und es kann losgehen. Der coolste Clip fliegt nach London. Ein Wochenende für zwei. All inclusive. Seid fanatisch. Yeah.
Tut mir super leid. Eine Stunde bleibt immer zu kurz. Ne? Aber danke schön natürlich an euch alle, dass ihr so richtig mitgefeiert habt. Bestimmt ihr alle zu Hause habt mitgetanzt. Yes, that's the guarantee. Well, auch natürlich Dankeschön an natürlich der Clubheads mit Marc von Dahle. Dankeschön an Miss Shiva. Dankeschön an Tom Novi, Virginia, Eniac, ihr alle da. Bei natürlich der Cosmo Family. Danke, danke, danke. Okay, Babies, nächste Woche haben wir wieder natürlich eine fette Show für euch. Gorgeous ist dabei, ein Projekt von Pete Blank. Und auch natürlich, ja, Mr. DJ Energy himself. So, nächste Woche ein energetic Show, okay? Und von DJ Energy haben wir natürlich auch noch ein Video. Und die checken wir jetzt erstmal aus. Okay, Babies, see you and I'm out. Peace, see ya. You free.